Einen wunderschönen guten Tag, lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung. Zu Part 3 von, zu Teil 3 von Monkey Island. The Secret of Monkey Island, das ist das Geheimnis der Affeninsel auf dem Commodore 64. Ich habe wieder den alten Spielstand geladen. Wir werden uns heute, ja, ich würde sagen, wir gehen heute zum Zirkus und werden uns da mal ein bisschen um die Fettuccini Brothers oder die hießen kümmern. Fettuccini Brothers, Fettuccini Brothers, keine Ahnung. Wir gucken uns das Ganze mal an. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie er das mit der Karte geregelt hat. Weil wir haben ja eine Karte, in die wir gehen können. So. Ich habe übrigens im Forum 64 gelesen, dass das hier, also das da, dieses Scum-Dings, einige Leute verwirrt. Glaube ich, habe ich schon mal gesagt gehabt. Ja, wie gesagt, ich hätte ja... Gut. Grüße gehen raus an Nordic Sound. Der hat mir unter den Kommentaren vom ersten Teil gemeldet, dass, geschrieben, dass er für den Soundtrack zum Teil zuständig war. Und dann würde ich sagen, das ist gut gemacht. Ich finde es gut gemacht. Ja. Man hat mir auch schon gesagt, Abbruch, ich soll das ganze Projekt abbrechen. Und ja. Das mache ich definitiv nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder Richtung Ausguck. Beziehungsweise vom Ausguck raus. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie machen wir das? So. Gut. Bitte Seite 2 anlegen. Also Disk 2 bei mir, weil bei mir alles ja nur einfache Disketten sind. Und nein, ich habe nicht mein anderes Diskettenlaufwerk genutzt, um hier zwei Seiten zu machen. Ich wollte das so schnell wie möglich auf Diskette zimmern. And press fire. Ja, es soll, glaube ich, auch mal, das war entweder ein Joke oder so. Ich habe gesehen, dass es eine Box-Version geben soll. Hier, guck mal, da sowas ähnliches habe ich gedacht. Hier, Melee Island. The village of Melee Island is in the southwest. And of the island, a path lead there. In the northeast, there are small islands at the shore, near the forest, almost. In the middle of the island. Also das Dorf von Mili ist im Südwesten der Insel und ein Pfad leads hier. Im Nordosten eine schmale Insel at the shore. Near the forest, nahe dem Walden, almost in the middle of the island, there are fork. Was das jetzt ist, fork, weiß ich jetzt nicht. A little future, future. Ich sag ja, mein Englisch ist für den Anus. And the east, cleaning bay in the west, in the east, Entschuldigung. Entschuldigung. Immer, dass ich husten muss, wenn ich aufnehme. Leute, das ist das Faszinierende, wenn ich nicht aufnehme, huste ich nicht. Nur wenn ich aufnehme. Ah ja gut, da rede ich viel mehr. So, wie gesagt, wer das übersetzen kann, viel Spaß. Ich kann es nicht übersetzen. Und jetzt wird es halt interessant. Walk to village, small island, fork, clearing, lights, house, path to the village. Dann gucken wir mal nach dem Village. I don't see everything specials. Was haben wir da? Small island. Ich gehe davon aus, das hat er überall hier gemacht. Okay. Okay, dann walken wir to the lights, zu den Lichtern, weil die Lichter sind ja der Zirkus. Und das sind ja die Fettuccini Brothers, oder wie die heißen. Oder die Blues Brothers, oder keine Ahnung. Oh, ja stimmt, hier. Der Trolltroll.
Der will der kriegt den Fisch. Aber zuerst Quatsch, lucken wir. Wir lucken jetzt den Troll. Troll, stopp! Du musst den Zoll zahlen. Sieh hinter dir eine Maus. Ich falle nicht auf diesen Trick rein. Scuttle along, your scurvy sea slug. Schleich dich davon, du Seeschnecke. Talk to Troll. Du kannst hier nicht passieren, ohne den Zoll zu zahlen. Wie ist that as seid? Troll, geh zur Seite. Ich bin ein mächtiger Pirat. Du bist kein Pirat. Warum in der Downside Insel? Jon Beck. Du bist kein Pirat. Why the town drunk? Warum? In der Stadt sind Betrunkene. Ja, wie gesagt, das kann ich hier so richtig übersetzen. Ich kann out insult anybody. Out insult. Ich kenne die Bezeichnung nicht. Wie gesagt, deshalb bitte ich immer um deutsche Übersetzungen zu den Spielen. Ich weiß. Englische Übersetzungen, das sage ich immer wieder. Englische Übersetzungen sind halt klasse, weil viel mehr Leute. Ich habe auch jetzt in den Kommentare gepackt, das gesehen vom ersten Teil, dass jemand gesagt hat, schade, dass er den C64 nicht mehr hat. Und das sage ich, gucke mal, das ist doch etwas, wo ich sage, da finde ich wieder Leute, die sagen, ich finde es schade, dass ich den C64, dass ich den C64 nicht mehr habe. Dann kümmern sie sich wieder um Emulatoren, um den C64 Maxi, um wieder dieses alte Gefühl zu bekommen. Und darum sage ich immer, Leute, bringt die Sachen auch, wenn es geht. Nochmal, wenn es geht. Ihr wolltet es zuerst auf Englisch machen, ganz klarer Fall, schon über 1000 Downloads auf csdb.dk. Ihr wolltet das Ganze direkt downloaden, direkt rausbringen und im Englischen, damit ihr mehr habt. Es gibt auch noch irgendwelche Online-Zeitschriften, die sich mit den Spielen nicht beschäftigen. Deshalb lese ich auch keine Zeitschriften mehr, weil sich die Redakteure auch wirklich keine Zeit mehr nehmen, um so ein Spiel anzuspielen, um so ein Spiel durchzuspielen, um dann hinzugehen und zu sagen, Alter, das ist so und so. Nein, es ist ein Remake des Spiels, etc. pp. Ja, und wie gesagt, deshalb sage ich immer wieder, bitte deutsche Spiele, weil ich habe mit meinem Englischen ziemliche Probleme. Ich habe kein Englisch in der Schule gehabt, ich hatte Französisch, davon kann ich eventuell eine La Bums de Hammer, La Pets de Zang, La Rue die Roux, Lavendel die Trepp, jo, und so, ne? Wudi-Wu und dann hat man die, ne? So, das kenne ich noch. Aber ansonsten kenne ich vom Französischen eigentlich nichts mehr. Ich könnte, glaube ich, nicht mal auf Französisch eine Pizza bestellen. So. Once owned a dog that is smarter than you. Allein ein Hund wäre schlauer als du. Nimm das und stick it into your repertoire. Keine Ahnung. Okay, dann würde ich sagen, dann geben wir ihm den Fisch. Der Fisch, der ist der Zoll. Ah, ein roter Hering. Passiere. Ich wanderte über die Brücke und in der Ecke, also in meinem Augenwinkel, kann ich sehen, wie der Kopf des Trolls sich öffnete. Es war nur ein Kostüm. Der Junge, der darin war, oddly familiar, sieht mir ähnlich. Er isst den Fisch und macht seine Maske wieder auf. Also setzt seine Maske wieder auf. So. Ich habe gesagt zu den Lights. Oh, das war ja gar nicht das. Was? Das war ja Stance. Scheiße. Aber wir können uns ja trotzdem, wenn wir schon bei Stance sind, gucken wir mal. Ich liebe diesen Joystick. Ich liebe diesen Joystick. Diesen Joystick liebe ich. Willkommen zu Stance, Breathe on this Vessels.
vorzeitigen eigenen Vessels. Keine Ahnung, was Vessels ist. I'm off searching the globe right now. Ich bin im Globus am Suchen. For the finest in privately owned marine transportation. In der besten privately, ist das nicht früher oder vorzeitig, eigene marine Transportation? Wie gesagt, mein Englisch ist total für die Tonne. Also bitte um Entschuldigung. Schau dich ruhig um, ich bin bald wieder zurück. Stan. Na, Krogautomat. Krog, Diät-Krog, Kirsch-Krog, Krog-Classic, Kaffee, koffeinfreier Krog und Root-Beer. Ist Root-Beer nicht Malzbier oder so? Boote. Schön, aber klein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. So, dann war das nicht Cleaning. Gehen wir mal zum Cleaning. Ich weiß nicht mehr, wo der, wie gesagt, im Englischen generell, ich habe hier das alles nur in Deutsch gespielt. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Da haben wir es. Da ist es. Das Zelt. Litzelt. Zirkuszelt. I think there is something going on in there. Ich denke, da geht irgendjemand rein. So ähnlich. Du betrittst den das Zirkuszelt. Innen drin sind zwei Männer in Farben, in farbigen Klamotten. Wer Opel can't agree on the certain things. Da hängt es wieder bei mir. Man one, I did get. Ich geh in die Kanone, aber das. Ich würde gerne in die Kanone gehen, aber das Schießpulver, da habe ich, da kriege ich Schnupfen davon. Ich würde gerne, sagt der Mann 2, ich würde gerne in die Kanone gehen, aber ich habe meine Hand beim letzten Mal mit dem Löwen verletzt. I hardly think that little scratch, also ich denke mal, dass dieser kleine Kratzer gegen meine chronische Allergie nicht ankommt. Du musst in die Kanone. Du hast überhaupt gar keine Allergien, du Faker, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Nein, du gehst in die Kanone. Beschimpfen sie sich. Warum kleidet ihr euch in so schrecklichen Outfits? Die zwei Männer approached in the Amazing Peace. Was ist die zwei Männer? approached. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Sagen Sie, Sohn, möchten Sie eine Chance haben? Eine Chance lebenslang, was das, dass Ihr Leben, Lebenszeit, was? Eine once in a lifetime chance, die einmal in Ihrem Leben Chance to perform an amazing feat, a death-defying feat? Was bedeutet feat? Möchten Sie einen unglaublichen Kunststück vollbringen? Ein tödliches Kunststück? Nicht so tödlich, wirklich, aber einfach, ja. With the amazing adventurous acrobatic ein abenteuerliches, akrobatisches, ausführendes, keine Ahnung. Ja, die Fettuccini Brothers, sag ich doch. Ja, das sind wir. Mein Bruder Alfredo. Alfredo, das ist mein Bruder Bill. Sounds good. Good. Klingt gut, klingt gut.
So, jetzt laden wir den nächsten Part. Das ist halt, wie gesagt, C64. Wir sind halt nicht auf dem PC oder auf dem Amiga unterwegs. So, was haben wir denn da? Look at Fettuccini Brothers! Das sind Italiener! Fettuccini Brothers! What am I, was soll ich denn tun? Es ist sehr einfach, wirklich. Du siehst diese Kanone hier hinten. Alles, was du zu tun hast, ist in diese Kanone zu gehen und dich von uns darüber schießen zu lassen. Quer durch den Raum! Es ist wirklich safe. Es ist wirklich sicher. 100%. Na, was sagst du? Ja, wie viel wolltet ihr mir zahlen? Wir dachten an 478 Goldstücke. Das klingt gut. Hast du einen Helm? Natürlich habe ich einen Helm. Für was für einen Idioten haltet ihr mich? Nun, let's have it. We want to research that it's safe. Ja. Es ist sicher und ja, was heißt noch mal zeigen? Ne, GIF reicht eigentlich, ne? GIF Pot. Ah, das wird als Helm reichen. Nun, wir können den Trick machen, step right around here, son. You put in your helm, zieh deinen Helm an, also geht da rüber, zieh deinen Helm an und geh in die Kanone. Wir machen dann den Rest. Ich laufe zu der Kanone, Echo, 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 Echo. Dann ziehe ich meinen Helm an und gehe rein. Eine Sekunde, in der Sekunde, in der die Kanone schießt, bursts, the next things I remember, I sliding down the pillar, also ich bin an diesem Pfeiler runtergerutscht und auf dem Boden des Zeltes gelandet. I'm so really relieved, ich glaube es nicht. Hey, bin ich Bobby, bist du meine Mutter? Er ist in Ordnung. Ja, super, klasse. Wir ersparen uns eine finanzielle Anzeige und Anwaltskosten und den ganzen Rotz. Hier hast du dein Geld. Sir, ich bin der Nächste, wo es probieren will. Nein, ich will es als Nächstes probieren. Ja, es werden einige sagen, ja, aber was ist mit den Auswahlen der verschiedensten Dinger? Ja, wir hätten theoretisch, hätten wir ja auch können... Hätten wir auch können, dann die im Zelt zum Beispiel, das wäre so eine Idee, die mir jetzt gerade einfällt, wenn wir solche Textauswahlen hätten. Wenn wir dann in dieser Nahszene sind, zum Beispiel, gut, ich gehe mal davon aus, es waren keine Räume mehr übrig, aber das wäre dann etwas, wo ich sagen würde, da könnte man dann extra einen Raum machen, wo dann nur diese Fragen zu sehen sind und dementsprechend kommen die Antworten. Also das wäre auch eine Idee jetzt, die mir jetzt gerade einfällt. Ob das umsetzbar ist oder nicht, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zelt bin und stehe vor diesen Fettuccini Brothers, dann würde ich so einen Text machen wie, ja, die Fettuccini Brothers wollen mit mir reden, also den Text halt, und dann, statt hinzugehen und zu sagen, das sind die Fettuccini Brothers und das ist mein Inventar, hingehen im Inventar, ich weiß nicht, ob das machbar ist, entweder im Inventar oder dort, wo normalerweise im Raum die Gegenstände sind, die Antwortmöglichkeiten schreiben. Das wäre so eine Idee, die mir jetzt gerade einfällt. Vielleicht für Monkey Island 2, wer weiß. Autofokus. Danke. Ja. Gut. Ich kann nicht mal zurück. Nö, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, die zwei Brothers sind hier am Tuten. So, wir haben jetzt Kohle. Das heißt, wir können uns jetzt die Karte holen. Das heißt, wir können wieder zurück nach ins Dorf von Mealy Island.
Dann holen wir uns noch die Karte. So. Wir gehen ins Dorf. Direkt ins Dorf, nicht zum Ausguck. So. Und da das Dorf hier auf Seite 1 ist. Hä? Hallo, Tante, Onkel. Hier. Muss ich wieder Diskette 1 einlegen. Der Snoopy im Forum 64 ist ja schon hingegangen und hat alles auf den D81-File gepackt. Das heißt, wer sich das angucken möchte, viel Spaß. Gibt es vielleicht irgendjemand, der dann die D81-File im Forum 64 findet, der die? Ich muss gucken, wo. Gibt es hier vielleicht jemanden, der die D81-File auf Cartridge machen könnte? Wäre geil. Ich dachte eigentlich, dass ich ins Dorf gegangen bin. Nicht zum Ausguck. Naja. Gut, dann gehen wir dann wieder hier lang. Wir gehen wieder zu unserem Vetter Sven. Also Quatsch, wir haben ja einen Friseur namens Dominik und so. Wie gesagt, so Textauswahlmäßig zu machen, wird schon schwieriger. Das wird verdammt schwierig. Vor allen Dingen, wenn man nur 127, 128 Räume zur Verfügung hat. So. Muss ich wieder mit ihm talken? Ja, wir holen wieder die Karte jetzt. There's good something. Get lost. So, übrigens. Look at piece of eight. I'm reich. Ich bin reich. Look at map. Ich denke, der hat mich verarscht. Das ist keine Map. Das sind Dance Moves. Das wäre natürlich jetzt schön gewesen. Ja gut, das ist halt auch blöd, ne? Egal, das ist jetzt, auf der einen Seite ist es natürlich jetzt eine Idee, hinzugehen und zu sagen, wenn man sich die Karte jetzt anguckt, dass man dann so ein Bild von dem Ding. Jetzt ist das Problem halt, jetzt halt das Problem, wie bauen wir das um? Also wie werden wir das Ganze, ne? Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, also es wird noch interessant. Wir werden jetzt erstmal zu unserem Gemischtwarenhändler gehen. Da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Weil der Gemischtwarenhändler, da brauchen wir das Schwert. Dann ist natürlich die Frage, wie kriegen wir den Tresor auf? Ich meine, es ist einfach gelöst im Endeffekt. Aber man muss erstmal, er muss ja, wie gesagt, also jetzt bevor jetzt jemand hingeht und sagt, Mann, die ganzen Rätsel sind nicht damit, nach links und nach rechts, dann die Auswahl der Texte. Nochmal für die ganzen Leute, wir müssen mit einem C64 immer Abstriche machen. Und das D42 Adventure System gibt uns die Möglichkeit, überhaupt Monkey Island zu zocken. Auch wenn es nicht so ist, wie es auf dem Amiga und auf dem PC ist. Wir können momentan solche Adventures, glaube ich, selten spielen. Es gibt ja sowas wie zum Beispiel Maniac Mansion, aber die haben ihre eigene Engine, die haben ja die Scum Engine. Und das Problem ist halt einfach nur, Lucas Games hat diese Engine nie veröffentlicht. Aber ich habe ja mal gesagt, gerade im letzten Part, dass es Leute gibt, die sich da drum kümmern werden. So, dann Walk to Prison. Oh, warte mal, ich gehe mal erstmal zu Fester Scheintop. Ich gehe erstmal da rein. Du, was ist das für ein Flüstern, das aus dieser kleinen Straße kommt? Wir checken es aus und dann kommt Guybrush. Hallo, anybody here? Also irgendjemand hier? Hallo. Es sieht so aus, als wäre niemand hier. Suddenly a person sneak from behind. Da tut sich jemand von hinten ranschleichen. Fester Scheintop.
Also wir gucken uns mal das Szenario hier an. Ich meine, ich gehe mal wieder sofort aus diesem Szenario raus. Viele gehen ja auch hin und sagen immer, das sieht scheiße aus. Wo ich immer sage, das sieht gut aus. Nochmal, wir kriegen Monkey Island auf dem C64 über das D240 Adventure System. Ich arbeite mit dem D240 Adventure System, wer meine Livestreams verfolgt, arbeite ich an Goblins, das ich genauso lösen möchte. Über das D240 Adventure System. Wir werden aber auch Rätsel mit einfügen, die wir mit Flex und so lösen werden. Da bin ich schon dran. Wir haben schon 7 Level gemacht. Ich freue mich schon drauf, beim nächsten Livestream weiterzumachen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Der nächste Livestream, der kommen wird, wird am Sonntag in 8 Tagen kommen. Das wird der Heilige Abend Livestream. Ab 15 Uhr, ab 3 Uhr mittags. Open End, dann geht es nur um Weihnachten. Und nächstes Jahr werden wir damit Goblins weitermachen, versprochen. Wer möchte, es gibt eine Playlist Goblins programmieren auf dem C64 oder Goblins auf dem C64. Da habe ich die ganzen Livestreams drin, wo wir ein bisschen was am Rumvorwerken waren. So, dann reden wir mal mit dem. Wir gucken uns das mal an hier. Das Picture. Okay, gut, ich kann machen, was ich will, wenn der da steht. You know bad things could happen to be present in the dark. Weißt du eigentlich, dass schlimme Dinge den Leuten passieren können in der Dunkelheit? Desert Alley, I like this one. Wie in einer kleinen, abgeschlagenen Gasse wie hier. And this time of night, in dieser, um diese Uhrzeit nachts, niemand wird dich sehen. Ja, schlimme Dinge können den Leuten passieren, die sich auch hier hinten ranschleichen. Von hinten. So, you are going to give me a little attitude, eh? It better get your name. Was heißt nochmal Attitude? Oh, ich weiß es heute nicht. Das ist blöd. Wie gesagt, mein Englisch ist total für die Tonne. Yeah, besser gibst du mir deinen Namen. Ich bin Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Ey, hör mal zu, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Wie auch immer der Name ist, hör zu. Ich bin der Sheriff hier und Sheriff Fester Scheintop. Nimm das von mir mit. Das ist eine schlechte Zeit, um diese Mili zu besuchen. Eine sehr schlechte Zeit. My advice to you is to find somewhere else to take all your vacations. Mein Ratschlag ist, finde irgendwo anders ein Ort für deine Ferien. Ich glaube, Vacation hat, glaube ich, Ferien, ich weiß es nicht mehr. Somewhere safer, irgendwo sicherer. Er verlässt die Straße Richtung, stadtwärts. Junge, ich fühle mich viel besser nun, da ich weiß, dass ein Offizier des Gesetzes hier läuft. So, look at picture. Ein Zirkus. Ich liebe Zirkus. Ja, wir waren ja eben im Zirkus. Da ist eine Door. I don't see anything special about this. Können wir diese Tür öffnen? Wahrscheinlich nicht, weil die gehört nämlich zu Monkey Island 2. Das kann nicht funktionieren. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück. So, dann gucken wir mal nach dem Gefängnis. Ich sehe nichts Spezielles. Und wir gucken nach der Tür und ich sehe nichts Spezielles. Okay, dann öffnen wir die Tür. Und dann sind wir im Gemischtwarenhandel, Leute. Wir sind im Gemischtwarenhandel. Storekeeper. Looks mean and ugly. Stonekeeper, well, so is your old lady. Was heißt mean and ugly? Weiß ich jetzt gerade nicht. Verdammt. Pressmans. Pressmaster. Sword. Slash Master.
Safe. Safe, Master. Der Davy Jones, Lukas. Schaubel. Dick, Master. Moment, wir talken to... Ne, wir kaufen zuerst das ganze Zeug. Wir reden später mit dem Ganzen. Pickup Shuffle. Aber über diese Schaufel. Was ist damit? Hey, ich möchte sie. Und das ist wie ein Treasure Hunter. Du bist ein anderer. Möchte gern Schatzjäger, oder? Das kostet 75 Goldstücke. Hier, nehmen Sie es. Großartig. A pay for itself. Glaub mir, du wirst die 75 Goldstücke schneller ausgraben. In kurzer Zeit. But hey, save some treasure. Lass noch den Rest, lass noch übrig von Schatz für andere Leute. Dann pick up Sword. Über dieses Schwert. Was ist, das sind 100 Goldstücke. Nimm es oder lass es. Ja, ich nehme es. Großartig. Die besten 100 Goldstücke, die du immer investiert hast. Okay. Pick up safe. Ich kann das nicht nehmen. So. Aber wir nehmen noch diese Münze. Kann ich einen Minzbonbon bekommen? Das sagst du mir? Hier, nimm eins. Ach Quatsch, nimm die ganze Rolle, macht ein Goldstück. So, das heißt, wir haben jetzt, look at, wir haben jetzt die Minzmünzen, wir haben das Schwert, wir haben das Shuffle, also die Schaufel, wir haben die Karte und wir haben noch I'm rich. Ja, leider Gottes, ja gut, wie gesagt, man kann ja auch nicht hingehen und sagen, so viel Goldstücke haben wir. Jetzt muss ich ganz kurz was gucken. Okay, man hat mir nur die Wettervorhersage hier gesagt, dass ziemlich nebelig ist. Naja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Dann würde ich sagen, walk to Brisson. Wir gehen ins Gefängnis. Dort sehen wir Otis, aber wir machen jetzt Folgendes, wir speichern hier wieder ab. Aber zuerst muss ich die Diskette austauschen. Weil wir brauchen ja eine Safe Disk. Wir safen to Disk, natürlich wieder auf der 1, wie sich das Ganze gehört. Es ist schön, das Spiel generell zu spielen. Ich freue mich. Bin auch froh, dass es das Spiel jetzt gibt. Manchmal setzt die Musik aus, ich weiß nicht, woran das liegt. Trotzdem würde ich sagen, war es wieder ein schöner Part. Wir sind jetzt bei Otis, dem geben wir das Pfefferminz. Ich versuche jetzt noch Monkey Island so weit zu lösen, wie es noch ohne Komplettlösung kann. Da ich das, glaube ich, schon 3, 4, 5, 6, 7, 100 Mal durchgespielt habe, sollte es eigentlich kein Problem sein, Monkey Island jetzt zu lösen. Vor allen Dingen, da wir, keine Auswahlmöglichkeit haben. Ich hätte auch schon eine Idee, also ich habe es ja noch nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, wie das mit den Schwertkämpfen gelöst hat. Weil normalerweise müssen wir die Antworten zu den Fragen kennen. Und ich bin mal gespannt, wie das gelöst wurde. Wahrscheinlich einfach nur das erzählt, mit wie vielen Schwertkämpfern wir gekämpft haben. Und wenn wir da, sage ich jetzt mal, roundabout 10 Schwertkämpfe hinter uns haben, dann haben wir gegen den Schwertmeister eine Chance. Ist nur so eine Idee. Gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit Part 3 von The Secret of Monkey Island für den Commodore 64. Und ihr wisst es ja, ich meine, ne, ich arbeite hier mit Original C64 und Original-Disketten. Wer das möchte, unter csdb.dk findet ihr das Spiel. Link dazu ist in der Beschreibung. Ich danke natürlich jedem, der an diesem Spiel mitgewirkt hat.
Danke, dass ihr uns dieses Geschenk gemacht habt. Und an alle Leute, die sich immer wieder beschweren, das hier sieht halt scheiße aus, dass man halt zeigt, man hat hier eine Scam-Oberfläche, die dann im Endeffekt nicht da ist. Ja, das war vielleicht nicht so ganz gut überlegt, aber wie gesagt, wir sind ja froh, dass es überhaupt funktioniert. Andere Sachen halt, dass die Texte an einem durchgefrühstückt werden, wir keine Auswahl haben, was die Fragestellungen angeht. Ist auch ein bisschen blöd gemacht, aber das ist halt alles dem D42 Adventure System und dem Commodore 64 geschuldet. Wir sind ja froh, wie normal, wir sind ja froh, dass wir diese ganzen Sachen haben. Ich danke auch, wie gesagt, jedem, der dabei war und da mitgeholfen hat. Unter anderem auch dem Nordic Sound, der dann halt unten drunter geschrieben hat unter meine Kommentare. Und allen anderen, die mitgewirkt haben. Dann danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Partypartool. Bye, bye.